untere Straße hat ihren ganz eigenen, individuellen Charakter. Und das sowohl tagsüber wie auch abends. Vor allem abends werden die ganzen Bars, Weinstuben und Clubs hier zum Treffpunkt der Studenten und der alteingesessenen Heidelberger, die hier bis spät in die Nacht feiern. Wer also auch abends was erleben will, ist hier mit einer typischen Altstadt-Kneipentour gut bedient. Tagsüber geht es hier dann viel ruhiger zu. Da hat man alle Zeit der Welt, sich die kleinen Cafés und Shops anzuschauen. Und dabei kann man auch die ein oder andere Besonderheit entdecken, wie zum Beispiel die Galerie Grüner Engel. Hier gibt es angeblich die weltgrößte Auswahl an Absinth. Und das will ich mir nicht entgehen lassen. Hallo, Herr Fuß. Hallo, Frau Römer. Vielen Dank für die Einladung. Sie sind der Besitzer von dem außergewöhnlichen Laden. So ist's, ja. Und so sieht die weltgrößte Auswahl an Absinth aus. Ja, also wir bieten jetzt hier im Laden ca. 300 verschiedene Sorten Absinth im Moment an. Unser Sortiment ist noch größer. Wir haben eigentlich über 1200 Produkte, die jetzt Absinth und Accessoires in der Hauptsache sind. Aber im Laden, da haben wir halt eine kleine Auswahl nur davon. Es gibt eine recht große Anzahl der Absinthe, die hier sind, die man auch wirklich empfehlen kann. Seit wann gibt es denn den Laden hier überhaupt? Ja, ich wollte mich vor 11 Jahren beruflich verändern. Ich hatte vorher als Architekt gearbeitet. Mhm. Und was ein Absinth angeht, da wusste ich, dass die Künstler dem Absinth im 19. Jahrhundert sehr zugesprochen haben. So habe ich mir meine ersten Flaschen Absinth gekauft und habe in dem Zusammenhang auch mitgekriegt, dass die Großen im Spirituosengeschäft gar kein wirkliches Interesse haben, den Absinth zu verkaufen. Aber es war schon nach 3 Monaten, da hatte ich mir schon das erste T-Shirt drucken lassen, auf dem stand weltgrößte Auswahl Absinth, 27 Sorten. Circa 300 verschiedene Sorten. Ein Drittel davon, würde ich jetzt mal sagen, sind richtig gute Sorten, die wir auch empfehlen können. Bitte schön. Bin ich mal gespannt. Vielen Dank für die Kostprobe. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.